Wir haben Schuldrecht 1 und wir sind beim Thema Behandlungsvertrag und Maklervertrag. Wir haben aber noch einen kleinen Restbestand vom Reisevertrag. Wir wiederholen kurz, was wir gestern gemacht haben. Wir haben uns gestern zunächst beschäftigt mit dem Werkvertrag und da konkret mit der Frage, wann die Preisgefahr übergeht und wann die Vergütung fällig ist. Das haben wir gestern gemacht. Das sollten Sie sich von gestern bis heute gemerkt haben. Das ist noch nicht so lange her. 24 Stunden. So, fangen wir mit der ersten Aussage an. Die Vergütung wird grundsätzlich mit Fertigstellung des Werkes fällig. Wann müssen Sie bei einem Werkvertrag bezahlen nach dem Gesetz grundsätzlich? Ja? Bei Abnahme. Und wo steht das? Ja? So ist es. 641 Absatz 1 Satz 1. Sie müssen erst bei Abnahme bezahlen. Wo steht, dass Sie ausnahmsweise bereits bei Fertigstellung bezahlen müssen? Ja? So ist es. 646 sagt, ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des 634a Absatz 2, und jetzt kommt das Wichtige, und des 641 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes. Das heißt, hier haben wir eine ganz klare Regelung, die sagt, entweder Abnahme oder wenn Abnahme unüblich ist, dann stattdessen Fertigstellung. Zum Beispiel bei Werken, die spontan genossen werden, sowas wie einer Theatervorführung, weil da müssen die nicht am Ende sagen, es hat mir gefallen, sondern es ist unüblich. Stattdessen reicht es, wenn das Theaterstück endet oder ein Gesang oder eine Musikaufführung. Da ist es so, es ist nicht üblich, dass man sagt, ja, das war okay. Ja, zweitens. Die Preisgefahr, Zahlen trotz fehlender schlechter Leistung, geht mit Annahmeverzug über. Woraus entnehmen wir das? Dass die Preisgefahr mit Annahmeverzug übergeht. Ja? Ja, 644 Absatz 1 Satz 2 sagt, kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Und die Gefahr meint hier die Gefahr, dass er bezahlen muss, obwohl er die Leistung gar nicht bekommt oder die Leistung sich verschlechtert hat. Das heißt, alles, was nach diesem Moment passiert, ist grundsätzlich das Problem des Werkbestellers. Nächste Aussage, die Preisgefahr, Zahlen trotz fehlender schlechter Leistung, geht bei vereinbarter Versendung vom Ort des Unternehmers mit Übergabe an die Transportperson über. Woraus ergibt sich das? Ja? So ist es.
Das ergibt sich aus 644 Absatz 2 in Verbindung mit 447. Wir haben gesehen, im Kaufrecht haben wir für den Verbrauchsgüterkauf eine wichtige Ausnahme. Wo ist die geregelt? Ja? Ja, 474, welcher Absatz? Der ist nämlich lang. Absatz 4. Also 474 Absatz 4 sagt, beim Verbrauchsgüterkauf gilt etwas anderes. Jetzt war im Forum schon die Frage gestellt, hier gibt es doch immer einen Unternehmer. Ist es dann sozusagen so, dass es immer nicht anwendbar ist, dass 447 nie anwendbar ist? Ja, in der Tat, der Werkunternehmerbegriff, also der Unternehmer im Sinne von 631 folgende, muss nicht zwingend Unternehmer im Sinne von 14 Absatz 1 sein. Aber welchen wesentlichen anderen Aspekt gibt es, dass der 474 uns hier gar nicht Probleme bereitet? Warum haben wir mit dem 474 überhaupt kein Problem? Was setzt der 474 nämlich auch voraus? Das Werk muss nicht immer eine Sache sein, aber Sie können schlecht was anderes verschicken als eine Sache. Also in dem Moment, wo Sie es versenden, im Sinne von 644.2, muss es eine Sache sein. Über 651 gilt dann E-Kaufrecht. Wann gilt Kaufrecht nach 651? Und nur wann? Immer dann, wenn... Ja, wenn eine neue Sache hergestellt oder erzeugt wird. Was heißt denn eine neue Sache herstellen oder erzeugen? Wovon soll das denn abgrenzen? Was macht man denn, wenn man keine neue Sache herstellt oder erzeugt? Man repariert sie. Oder, was kann man auch machen, wenn man nicht repariert? Stellen Sie sich vor, was können Sie alles machen mit einer Sache, wenn Sie keine neue herstellen? Ja, Sie können die wunderbar bearbeiten. Sie können da zum Beispiel einen Namen drauf gravieren. Sie können die pink lackieren. All das macht keine neue Sache. Wenn Sie Ihr Handy pink anmalen lassen, haben Sie kein neues Handy. Sie haben nur ein pink angemaltes Handy. Wenn Sie Ihren Namen in Ihr Handy eingravieren lassen, haben Sie kein neues Handy, sondern Sie haben nur ein Handy, wo Ihr Name dann eingraviert ist. All das sind normale Werkverträge. Und warum ist das jetzt wichtig für unseren 474? Wenn wir sagen, das sind normale Werkverträge, auf die 651 keine Anwendung findet. Was setzt denn der 474 Absatz 4 voraus? Ja? Ja, dass es ein Kaufvertrag ist. 474 gilt nur, wenn es ein Kaufvertrag ist. Ist ein Werkvertrag ein Kaufvertrag? Nein, denn sonst hieße er Kaufvertrag und nicht Werkvertrag. Also, 474 findet überhaupt keine Anwendung auf Werkverträge. Da steht ausdrücklich drin, Kaufverträge. Deshalb haben wir den 651, der sagt, bestimmte Werkverträge gelten als Kaufverträge. Aber auch nur diese, die da genannt sind. Nämlich die, wenn was Neues für sie hergestellt wird. Sie lassen sich ein Hochzeitskleid schneidern, dann ist das ein Fall von 651. Neue Sache wird Ihnen zugeschickt, greift 474, ist kein Versendungskauf. Sie schicken Ihr Handy ein und lassen Ihren Namen drauf gravieren und das Handy wird an Sie zurückgeschickt und geht auf dem Rückweg verloren. Ihr Pech, 644 Absatz 2, der Gravierer hat seine Pflicht dadurch erfüllt, dass er die Sache bei der Post abgegeben hat. Oder Sie lassen Ihre Lieblingsjeans pink färben, schicken Sie dazu ein, der schickt sie zurück, auf dem Weg wird sie zerfetzt. Pech für Sie, weil er hat seine Pflicht erfüllt, dass er die Jeans abgegeben hat. Dagegen, Sie lassen sich einen Computer zusammenbauen, der Computer geht auf dem Weg kaputt. Gut für Sie, weil hier 651 Anwendung findet, neu hergestellter Computer. Damit
Kaufvertrag, damit 474. Klar der Unterschied? Ja. Ja, die müssen dann in der Tat einen Verbraucher haben und einen Unternehmer haben. Ich habe unterstellt, dass Sie alle nicht Unternehmer sind. Ich weiß nicht, ob Sie, ob einer von Ihnen jetzt hier gewerblich oder freiberuflich tätig ist. Wenn ja, tut mir das sehr leid, dann sind Sie natürlich kein Verbraucher. Aber ich unterstelle mal, dass die meisten von Ihnen zu privaten Zwecken handeln. Und damit sind Sie dann in der Tat beim 474. So. Letzter Punkt. Der Übergang der Preisgefahr und die Fälligkeit der Vergütung sind immer identisch geregelt. Wieso ist das falsch? Wo ist die Fälligkeit geregelt und wo ist der Gefahrübergang geregelt? Haben wir doch gerade gesehen, wo ist die Fälligkeit geregelt und wo ist der Gefahrübergang geregelt? Also die Fälligkeit ist ja in 641 und der Gefahrübergang in 644. Ja. Eigentlich ist es ja ähnlich, dass es beides bei der Abnahme liegt, aber ich kann es ja auch nicht verzeihen, dass in 641 Absatz 1 Satz 2 steht, dass auch die Fälligkeit im Teil Ja, das könnte man meinen, das ist ein Unterschied in der Tat mit Fälligkeit in Teilen. Was haben wir denn hier eben gesehen? Gibt es noch für Gründe, wann Gefahrübergang erfolgen kann, unabhängig von der Abnahme? Und? Ja, bei Annahmeverzug und Versendungskauf. Haben wir das auch bei 641? Steht da auch so eine Ausnahme drin? Ja? Nein, die steht da nicht drin. Und was nun, wenn die nicht da drin steht? Wie hat der Gesetzgeber das Problem denn sonst geregelt, wenn sich der Besteller weigert abzunehmen. Gucken Sie da mal ins Gesetz, was passiert, wenn der Besteller nicht abnimmt. Gibt es dazu auch eine Regelung? Wenn er sagt, ich nehme einfach nicht ab. Ja. Ja. So ist es. Also der Unternehmer kann die Abnahme erzwingen, die gilt als Erfolg, wenn er eine angemessene Frist gesetzt hat und der Besteller einfach gar nichts sagt. Dann wird das Schweigen als
Abnahme gewertet. Das heißt hier, wenn gesagt worden ist, jetzt nimm ab in einer Zeit von X und ich tue nichts, dann gilt meine Abnahme als erfolgt. Damit wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass ab diesem Zeitpunkt auf jeden Fall die Vergütung fällig wird, die Verjährung läuft und so weiter und so fort. Ja? Der hat also eine Regelung geschaffen, wenn die Abnahme nicht erfolgt, dann kann ich eine Frist setzen und mit Ende der Frist gilt die Abnahme als erfolgt, auch wenn der Werkbesteller einfach nichts gesagt hat. Jetzt, welche Relevanz hat das für unsere Frage im Hinblick auf Fälligkeit der Vergütung nach 641 und Preisgefahr nach 644? Müssen die notwendig gleich laufen? Anders ausgedrückt, muss ich bereits zahlen, wenn die Sache an die Transportperson übergeben ist? Beziehungsweise muss ich bereits zahlen ab dem Moment, wo ich erstmalig nicht annehme und die Annahme verweigere? Oder muss mir der Werkunternehmer erst eine Frist setzen und erst danach gilt die Annahme als erfolgt und die Vergütung wird fällig? Das sind die beiden Varianten. Ja. Ja, da geht es um einen komplizierten Fall. Sie bestellen ein Werk für einen Dritten. Also Sie sagen, bitte mach ein Hochzeitskleid für meine Schwester. Und dann sagt 641 Absatz 2, soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk eine Vergütung erhalten hat, das wird Ihre Schwester Ihnen wohl nicht zahlen, oder soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt. Das heißt, wenn Ihre Schwester sagt, dieses Hochzeitskleid ist aber toll, ganz vielen Dank, das finde ich super. Oder dritte Variante, wenn der Unternehmer Ihrer Schwester eine Frist gesetzt hat und die nicht reagiert hat. Das ist sozusagen ein besonderer Fall, aber den muss man nicht im Detail kennen. Notfalls kann man den im Gesetz nachlesen. Das ist also sozusagen, der Besteller ist nicht derjenige, der es bekommen soll, sondern ein Vertrag zugunsten Dritter. Sie bestellen ein Kleid für Ihre Schwester oder Sie bestellen, weiß ich nicht, Sie lassen das Auto Ihrer Schwester pink lackieren. Dafür gilt 641 Absatz 2. Aber zu unserem eigentlichen Problem. Der Gesetzgeber wollte hier nur die Gefahr regeln. Das heißt, das Risiko, dass die Sache verschlechtert oder untergeht. Und die geht sehr früh über. Die Pflicht zur Zahlung der Vergütung entsteht trotzdem erst mit Abnahme beziehungsweise nach Ablauf einer Frist. Weil es kann ja sein, dass am ersten Abnahmeversuch der Gläubiger unverschuldet verhindert ist. Annahmeverzug setzt kein Verschulden voraus und dann würde er hier direkt zahlen müssen, Verzugszinsen zahlen müssen, beziehungsweise Fälligkeitszinsen nach 641 Absatz 3, Absatz 4 und das sei ihm nicht zumutbar. Das heißt, die Preisgefahr kann übergehen, bevor der Vergütungsantrag überhaupt fällig ist. Das heißt, ich muss erst zahlen nach Abnahme oder Frist, selbst wenn ein Versendungskauf vorliegt oder ich im Annahmeverzug bin, weil sonst die Fristsetzung immer leer laufen würde. So, gucken wir weiter.
Der Werkvertrag ist kein Dauerschuldverhältnis. Was war denn nochmal ein Dauerschuldverhältnis? Ja? Ein Dienstvertrag, das ist ein Dauerschuldverhältnis, haben wir noch für eins kennengelernt. Kennen Sie noch ein Dauerschuldverhältnis? Der Mietvertrag, haben wir noch ein Dauerschuldverhältnis kennengelernt? Tja, jetzt. Ja? Die Leihe, also wir haben Miete, Dienstvertrag, Leihe. Fällt Ihnen noch einer ein? Die Verwahrung. Also wir haben Miete, Leihe, Verwahrung und Dienstvertrag. Was haben die alle gemeinsam? Warum sind das Dauerschuldverhältnisse? Wodurch zeichnen sich die aus? Das sind unvollkommen zweiseitige Verbindlichkeiten und die Leistungen werden nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis ausgetauscht, in dem Sinne, dass sie Zug um Zug ausgetauscht werden. Der Kollege sagt, das seien alles unvollkommen zweiseitige Verbindlichkeiten, die Leistungen würden nicht Zug um Zug erfolgen. Das stimmt für die Leihe und die Verwahrung möglicherweise, die unentgeltliche Verwahrung, aber stimmt das auch für die Miete und den Dienstvertrag? Ja. Ja, also bei der Miete ist es relativ offensichtlich Zug um Zug. Sie zahlen die Miete und dafür gibt der Vermieter Ihnen die Wohnung. Also Sie kriegen ein Dach über dem Kopf, dafür zahlen Sie. Wie ist es beim Dienstvertrag? Was würden Sie dazu sagen? Ja, Sie erbringen die Dienste und bekommen als Gegenleistung dafür eine Vergütung. Auch das ist ein gegenseitiger Vertrag. Also das Kriterium kann nicht sein, dass es unvollkommen zweiseitige Verträge sind, weil wir haben Verträge, die gegenseitig sind. Also was macht das Dauerschuldverhältnis im Dauerschuldverhältnis? Dass das Vertragsverhältnis nicht mit Leistungsbindung endet? Ja, also der Kollege sagt, dass das Vertragsverhältnis nicht mit einem einmaligen Austausch endet, wie beim Kauf, Übergabe und die Sache ist erledigt, beziehungsweise Zahlung und die Sache ist erledigt. So ganz stimmt das ja auch nicht, weil beim Kauf, wenn die Sache kaputt ist, dann haben Sie auch nach der Übergabe noch einen Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung. Also so mit dem einmaligen Austausch, das klingt auf den ersten Blick gut, aber so ganz passt das auch nicht. Insbesondere bei Miet- und Dienstverhältnis, dass die Leistungen von Anfang an unbestimmt sind. Ist das so? Der Kollege sagt, bei Miete- und Dienstvertrag sei die Leistung am Anfang noch unbestimmt. Wenn Sie jetzt eine Wohnung mieten, ist dann unbestimmt, was die Leistung ist? Nee, ich meinte damit, dass deswegen der unbestimmten Zeitdauer die Höhe der Gesamtleistung unbestimmt ist. Ja, also die Höhe der Gesamtleistung sei unbestimmt, sagt der Kollege. Nun gibt es aber auch Mietverträge, Sie können eine Ferienwohnung mieten für 4 Tage. Da ist es relativ offensichtlich, wie viel Sie zahlen müssen, da ist die Miethöhe sehr bestimmt. Oder wenn Sie einen Ferienjob annehmen und sagen, ich gehe 6 Wochen in der Kanzlei arbeiten, dann steht genau fest, wie viel Geld Sie kriegen und wie viele Wochen Sie arbeiten müssen. Und trotzdem würden wir nicht sagen, dass es kein Dauerschuldverhältnis ist. Ein Dauerschuldverhältnis muss nicht auf unbestimmte Zeit geschlossen sein. Es kann durchaus auch in einem festen Rahmen sich bewegen. Ja, in der Tat, das kommt dem Ganzen näher. Wir haben ein Dauerschuldverhältnis, das zeichnet sich dadurch aus, dass über einen bestimmten Zeitraum Leistungen wiederholt ausgetauscht werden. Sie kriegen also die Gebrauchsüberlassung nicht nur für eine Sekunde, sondern immer wieder und wieder und wieder und wieder bis zum Ende dieses Zeitraums. Das Ende kann vorher bestimmt sein, Sie können also sagen von bis, das kann aber auch offen gelassen sein. Dann ist es bis zur Kündigung. Wichtig ist aber, dass für den gesamten Zeitraum ein Leistungsaustausch gewährleistet ist. Das heißt, Sie kriegen für diesen Zeitraum die Wohnung, Sie kriegen für diesen Zeitraum das Auto und Sie zahlen für diesen Zeitraum. Das hat die besondere Bedeutung, die wir schon gehabt haben, dass Dauerschuldverhältnisse immer absolute Fixgeschäfte sind.
Wenn Sie also einen Dienstvertrag geschlossen haben und sollen Montagabend um 18.30 Uhr kellnern, dann können Sie nicht sagen, ich habe heute keine Lust, ich komme halt morgen und kellner dann am Dienstag um 12. Weil am Dienstag um 12 mag keiner da sein, den Sie bedienen können. Sie müssen also dann kommen, wenn Sie es vereinbart haben. Sie können auch kein Hotelzimmer buchen von November bis Januar und dann jetzt im Juli kommen und sagen, ich nehme schon mal ein bisschen früher. Das geht nicht, weil es geht immer nur für diesen Zeitraum. Es lässt sich weder nachholen noch vorholen. Es ist immer genau auf den Punkt und wenn die Sekunde verstrichen ist, ist es unmöglich geworden. Das ist wichtig. Jetzt, warum ist der Werkvertrag kein Dauerschuldverhältnis? Sie beauftragen jemanden, der Ihre Internetseite machen soll. In der Tat, am Ende muss ein Erfolg stehen. Das kann möglicherweise eine ganz lange Zeit dauern. Die Bauarbeiter brauchen vielleicht ein halbes Jahr, um ihr Haus zu bauen und setzen Stein auf Stein. Oder der Programmierer braucht vielleicht 2 Jahre, um die Software für sie zu programmieren. Aber trotzdem ist es nicht so, als ob sie da periodisch irgendwas zahlen. Sie zahlen am Ende für den Erfolg. So sagt das Gesetz. Trotzdem gibt es ja offenbar ein Kündigungsrecht, denn sonst wäre diese Frage blöd. Jetzt kommt die zweite Aussage. Der Werkbesteller kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Warum stimmt diese Aussage nicht? Ja? So ist es. 649 Satz 1 sagt, der Werkbesteller kann jederzeit ohne Grund einfach mal so kündigen. Er sagt, keine Lust, das kann er machen. Nächste Aussage, wenn der Werkbesteller ohne wichtigen Grund kündigt, kann der Werkunternehmer nur Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen verlangen. Warum stimmt diese Aussage nicht? So ist es. 649 Satz 2 sagt, ich muss grundsätzlich die volle Vergütung zahlen, also auch für den nicht erbrachten Teil, aber der Werkunternehmer muss sich das anrechnen lassen, was er erspart hat oder anderweitig in dieser Zeit verdient. Das Gesetz geht weiter und sagt, es wird vermutet, dass er über das Erbrachte hinaus 5% kriegt. Das Gesetz meint damit, dass die Gewinnspanne, die ein typischer Werkunternehmer hat, bei 5% liegt und diesen Gewinn kriegt er in vollem Umfang ausgezahlt. Ja? Also er kriegt nicht nur den Teil, er kriegt auch den Rest, muss sich aber das anrechnen lassen, was er erspart. Wenn er sagt, ich habe keine anderweitigen Aufträge und meine Arbeitnehmer liegen jetzt da in der Sonne, weil ich für die nichts zu tun habe, dann müssen sie den kompletten Lohn für die Arbeitnehmer bezahlen, weil er keine anderweitige Verdienstmöglichkeit hatte. Das heißt, es kann durchaus teuer werden zu kündigen. Ja, besteht das Werk in der Herstellung oder Erzeugung einer neuen beweglichen Sache, gilt weitgehend Kaufrecht. Wo steht das? Ja, genau. 651 BGB, wenn jetzt hier steht weitgehend, was heißt weitgehend? Inwieweit gilt kein Kaufrecht? Welche Änderungen zum Kaufrecht haben wir? Da sind wir. Welche Änderungen zum Kaufrecht haben wir, wenn hier steht weitgehend? Ja, nach 651 Satz 3 sind ganz viele Normen aus dem Werkvertragsrecht anwendbar. Wann? Unter welcher besonderen zusätzlichen Voraussetzung? Was muss hergestellt werden?
eine nicht vertretbare Sache. Was war denn nochmal eine vertretbare Sache? Wo gucken Sie da? Ja. Genau. Vertretbare Sachen sind solche, die im Verkehr nach Zahl, Menge, Länge, Gewicht oder Ähnlichem gewertet werden. Das heißt austauschbare Sachen, Massenprodukte. Also zum Beispiel eine Flasche Cola. Da sagen Sie, es gibt eine Flasche Cola, zwei Flaschen Cola, drei Flaschen Cola. Eine Flasche Cola ist nicht maßgeschneidert. Eine nicht vertretbare Sache ist so, dass sie nach Ihren Wünschen angefertigt wird. Wenn Sie also zum Beispiel, es gibt diese tollen Sachen, die in der Fernsehwerbung kommen, sich ein Müsli herstellen lassen mit Ihren Lieblingszutaten, dann ist das maßgeschneidert. Das ist nicht vertretbar, weil Sie haben gesagt, ich möchte gerne getrocknete Bananen und getrocknete Pinienkerne gemischt, weil das total lecker ist. Das ist Ihr Müsli, das ist nicht vertretbar. Wenn Sie dagegen 5 Packungen Dr. Oetkers Gesundheitsmüsli kaufen, das ist vertretbar, weil das immer das Gleiche ist, es ist ein Massenprodukt. Wenn Sie ein Benetton-T-Shirt bestellen, ist das ein Massenprodukt. Wenn Sie dagegen beim Schneider sich Ihr T-Shirt selber aus einem Stoffballen zusammenschnipseln lassen, dann ist das maßgeschneidert und nicht vertretbar. Ja? Sehen Sie den Unterschied? Wenn Sie eine Wurst bestellen von einem Wurstfabrikanten, ist das ein Massenprodukt, das ist vertretbar. Wenn Sie dagegen Ihre Wurst mit der Spezialwürzung Zimt und Zucker herstellen lassen, dann ist das maßgeschneidert nicht vertretbar. Sehen Sie das Muster dahinter? Nicht schwierig. Wenn Sie sich den 651 angucken, gibt es noch einen Satz 2. Satz 2 sagt, unabhängig davon, ob es vertretbar oder nicht vertretbar ist, gilt 442 auch dann, wenn der Mangel auf einem vom Vertreter gelieferten Stoff zurückzuführen ist. Damit ist gemeint, wenn Sie da irgendwas hinschicken, zum Beispiel Ihre Kopfform, damit die Brille passend gemacht wird, oder Ihre Länge, damit die Hosenbeine gekürzt werden können, dann gilt hier nach 651, wenn Sie da einen Fehler machen, sind Sie auch schuld und können hinterher keine Mängelgewährleistung geltend machen, weil das Ihr Problem ist. Das sagt 651 Satz 2. Also wenn Sie Mist liefern, ist das nicht das Problem des Werkunternehmers bzw. Verkäufers. Ja, schwierig? Nein. So, und dann haben wir über Ihren Urlaub gesprochen, nämlich über den Reisevertrag. Und wir haben darüber gesprochen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihren Urlaub buchen. Ja, sehen Sie, wenn Sie gestern nicht da waren und zu früh gegangen sind, haben Sie das Wichtigste in dieser Veranstaltung verpasst, denn der Urlaub kommt ja schon bald, direkt nach der Klausur. So, ein Reisevertrag muss sich nach dem Gesetz auf mindestens 2 verschiedene Reiseleistungen beziehen. Woraus können Sie das entnehmen, dass das mindestens 2 verschiedene sein müssen? 651 A Absatz 1 Satz 1 ist eine Gesamtheit von Reiseleistungen zu erbringen, das sind mindestens 2. Genau. 651 A Absatz 1 Satz 1 spricht von einer Gesamtheit und eine Gesamtheit kann bei einer Sache nicht vorliegen, also müssen es mindestens 2 sein. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, die Rechtsprechung wendet die Norm analog an, wenn ein Urlaub so gestaltet ist, dass eine Leistung völlig prägend ist, zum Beispiel wenn Sie nach Sandford in den Centerpark fahren und da ein Bungalow mieten, dann fahren Sie ja selber mit Ihrem Auto dahin. Und dieser Bungalow ist dann wie eine Pauschalreise, wo Sie dann Ihren Urlaub verbringen. Und dann ist das so prägend,
dass das als Pauschalreisevertrag beurteilt wird. Zweiter Punkt. Der Reisende muss einen Mangel anzeigen und dem Veranstalter Gelegenheit zur Abhilfe geben. Woraus entnehme ich das? Wenn Sie einen Mangel haben, müssen Sie den anzeigen und den Veranstalter zur Abhilfe auffordern. Ja, 651c Absatz 3 Satz 1, der nämlich sagt, ich darf erst selber Abhilfe mir verschaffen, wenn ich vergeblich eine Frist gesetzt habe. Wenn ich also nicht auffordere, verliere ich auch alle Rechte. Dann Hotel- und Fluggesellschaft sind Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters. Woher wissen wir, wer Erfüllungsgehilfe ist? Wo steht das? Ja, genau, 278. Und warum sind die jetzt Erfüllungsgehilfe? Welche Voraussetzungen müssen die erfüllen, damit die unter 278 fallen? Hotel- und Fluggesellschaft. Ja. Ja, sie müssen zur Erfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldners handeln. Und welche Verbindlichkeit ist das hier? Was muss der Schuldner tun beim Reisevertrag? Nach 651a. So ist es. Der Reiseveranstalter muss die Gesamtheit von Reiseveranstaltungen erbringen. Das heißt, der Reiseveranstalter muss sie dahin fliegen, er muss sie unterbringen, er muss sie verpflegen, er muss sie unterhalten. All das sind Pflichten des Reiseveranstalters, die er nicht selbst erfüllt, sondern die er erfüllen lässt durch das Hotel, die Fluggesellschaft und so weiter. Sie sehen hier auch recht anschaulich, dass es da kein Weisungsrecht geben muss, dass das keine Angestellten sein müssen, das sind komplett selbstständige Unternehmen, die aber die Pflichten für ein anderes Unternehmen erfüllen. Ja, da sehen Sie, Erfüllungsgehilfen müssen nicht irgendwie abhängig sein. Letzter Punkt, die Minderung im Reisevertrag erfolgt durch Erklärung nach vergeblicher Fristsetzung. Ja? Genau, 651d Absatz 1, Satz 1 sagt, ist die Reise mangelhaft, so mindert sich für die Dauer des Mangels der Reisepreis nach Maßgabe 638.3. Bei welchem anderen Vertrag, den wir auch schon gelernt haben, gibt es auch eine automatische Minderung? So ist es beim Mietvertrag. Und wo steht sowas beim Mietvertrag? Ja, genau, 536 Absatz 1 Satz 1, auch da steht, die Miete mindert sich. Er muss nur einen herabgesetzten Mietzins zahlen. Jetzt kommt die spannende Frage, bei welchen Verträgen erfolgt die Minderung durch Erklärung nach vergeblicher Fristsetzung? Haben wir auch solche Verträge kennengelernt, bei dem die Minderung erst durch Erklärung nach vergeblicher Fristsetzung erfolgt? Oder ist das völliger Quatsch, das kommt nie vor? Ja? Ja, im Kaufrecht 441 Absatz 1 Satz 1, der sagt, anstelle zurückzutreten, kann der Käufer auch den Kaufpreis durch Erklärung mindern. Das heißt, anstelle zurückzutreten heißt, ich muss grundsätzlich eine Frist setzen nach 323 und kann dann durch Erklärung den Kaufpreis mindern. Gibt es noch einen weiteren Vertrag, den wir kennengelernt haben, wo die Minderung durch Erklärung nach Fristsetzung erfolgt? Ja. Genau, 638 Absatz 1, Satz 1,
entspricht wiederum wörtlich dem 441 Absatz 1 Satz 1. Das heißt, auch hier wieder, statt zurückzutreten, damit müssen die Voraussetzungen von 323 Absatz 1 vorliegen, also eine Fristsetzung. Und zusätzlich brauchen wir eine Erklärung, denn hier steht, kann der Besteller durch Erklärung die Vergütung mindern. Das heißt, beim Kaufvertrag und Werkvertrag brauchen wir eine Minderungserklärung. Beim Mietvertrag und Reisevertrag geschieht die Minderung automatisch. Und wenn wir es ganz weit ausholen, haben wir ganz am Anfang über allgemeines Schuldrecht gesprochen und da haben wir auch eine automatische Minderung bei Teilleistungen gehabt. Wo war die automatische Minderung bei Teilleistungen? Ohne Erklärung. Ja? Hervorragend. 326 Absatz 1 Satz 2 BGB. Wenn nur noch ein Teil der Leistung möglich ist, wird automatisch der Kaufpreis oder die sonstige Gegenleistung reduziert auf den Teil, der noch möglich ist. Und da findet genau dieselbe Minderungsformel Anwendung wie im Kaufrecht. Das heißt, Sie müssen wieder die Verhältnisgleichung durchführen. So, Sie haben also gesehen, Minderung gibt es zwei verschiedene Arten und Sie müssen je nach Vertrag darauf achten, brauchen wir eine Erklärung oder passiert es automatisch? Da müssen Sie ins Gesetz schauen, denn sonst wissen Sie das nicht. Ja, wir befinden uns immer noch bei Verträgen über Tätigkeiten. Und am Donnerstag kommen wir zum Thema Verträge über Geld. Sie sehen, es gibt Verträge über alles. Und dann sind wir nächste Woche Montag dabei, typengemischte Verträge zu machen und haben dann hoffentlich Zeit, am Dienstag und oder am Donnerstag noch alles für die Klausur vorzubereiten, damit Sie dann übernächste Woche Dienstag ganz entspannt zur Klausur gehen können und da einfach 18 Punkte schreiben, weil das für Sie so einfach ist. Ja, das ist der Plan. So, wir befinden uns im Reisevertragsrecht. Wir haben gestern geredet über die Mängelrechte. Wir haben gesehen, vorrangig ist die Abhilfe, das heißt die Beseitigung durch den Reiseveranstalter, der dann die Kakerlake aus dem Hotel jagt oder ihnen ein anderes Hotel gibt. Oder wenn der das nicht macht, können Sie nach Fristsetzung sich selber ein anderes Hotel suchen und den Kaufpreis bezahlen. Dann haben wir gesehen die Minderung, die automatisch passiert, gegebenenfalls Rückzahlung. Und als letztes, bei schwerwiegenden Mängeln können Sie auch kündigen und sagen, flieg nicht zurück. Dadurch erlischt der Anspruch auf die Gegenleistung. Stattdessen gibt es nur noch einen Entschädigungsanspruch. Und die notwendigen Maßnahmen für den Rücktransport muss der Reiseveranstalter bezahlen. Der muss Sie also irgendwie wieder wegkriegen, wenn Sie von der Giftschlange gebissen worden sind oder vom Skorpion oder wenn Sie gestorben sind. Dann habe ich Ihnen als allerletztes, wo Sie alle schon nach Hause wollten, gesagt, Sie kriegen auch Schadensersatz, wenn der Urlaub versaut ist. Sie kriegen erstmal natürlich Schadensersatz, zum Beispiel wenn Ihr Gepäck nicht ankommt, dann kriegen Sie Geld für Ersatzsachen. Und Sie können sich dann auch normale Ersatzsachen kaufen. Allerdings, das haben wir auch im Schadensersatzrecht gelernt, müssen sich natürlich den Vorteil anrechnen lassen. Wenn Sie also nicht nur einmal Unterhose kaufen, dann haben Sie am Ende eine Unterhose mehr. Und diese Unterhose mehr, die Sie dann haben, müssen Sie anrechnen. Sie haben ja nur den Schaden zu ersetzen, dass eine Woche lang Ihre Unterhose irgendwo auf der Welt unterwegs war. Wenn Sie also meinen, Sie fahren immer an die Côte d'Azur oder Sie machen immer Urlaub in Monaco und Sie brauchen da jeden Abend ein neues Ballkleid oder einen neuen Smoking und Ihr ganzer Koffer ist mit Smokings und Ballkleidern voll, können Sie in der Tat dann vor Ort einen neuen Smoking oder ein neues Ballkleid kaufen, und zwar für jeden Tag eins, aber Sie kriegen nur bezahlt den Anteil für die Nutzung in dieser Woche. Für den Rest des Lebens, wo Sie immer noch ein Smoking haben, müssen Sie den bezahlen,
oder Sie gehen nächsten Morgen der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter zurück. Zweitens, die gute Nachricht für Sie hier ist, Sie müssen im Reisevertragsrecht nicht unterscheiden zwischen Schadensersatz statt der Leistung und neben der Leistung. Sie kriegen einfach alle Schäden ersetzt. Schaden ist Schaden. Statt der Leistung, neben der Leistung, völlig egal, wird einfach alles ersetzt. Also Reisevertragsrecht ist da ausnahmsweise mal einfach. Und, das habe ich Ihnen auch gesagt, Sie kriegen eine billige Entschädigung in Geld für die nutzlos vertane Urlaubszeit. Da habe ich Ihnen gesagt, früher mal hat man gesagt, das kann man ganz einfach berechnen, wenn Sie nämlich Arbeitnehmer sind und Sie verdienen pro Tag 500 Euro und dieses Geld kriegen Sie auch bezahlt während Ihres normalen Urlaubs und Ihr Urlaub hat Ihnen nichts gebracht, dann müssen Sie sozusagen den Urlaub nachholen, kriegen dann aber kein Geld mehr vom Arbeitgeber, weil der sagt, das ist unbezahlter freiwilliger Urlaub und dann muss Ihnen der Reiseveranstalter Ihr Gehalt für diese Zeit weiterzahlen. Also wenn Sie dann viel Geld verdienen, wird das für den richtig teuer, wenn Sie wenig Geld verdienen, wird das für den richtig billig. Und ganz billig wurde es immer für die Reiseveranstalter, wenn Studenten, Schüler oder Rentner flogen, weil die kriegen nämlich gar kein Gehalt. Und wenn sie kein Gehalt kriegen, hat man gesagt, ist der Urlaub auch nichts wert, denn wovon muss ich den Student erholen? Der hat den ganzen Tag Urlaub. Also das war so die Idee. Aber der BGH hat natürlich Verständnis für Sie gehabt und hat in einer grundlegenden Entscheidung vor 10 Jahren mal gesagt, das kann ja nicht angehen, dass die armen Studenten keine Erholung kriegen und hat gesagt, der Gesetzgeber will hier einen pauschalen Anspruch machen, unabhängig davon, wie viel sie verdienen. Es geht nur um die Erholung. Die Erholung, die entfallen ist und jetzt muss der Richter sozusagen schätzen, wie viel ist ihnen die Erholung wert und Maßstab dafür ist der Preis der Reise. Je mehr sie bezahlen, desto mehr Erholung kriegen sie auch. Und die Schwere des Mangels. Je größer der Schock, desto weniger Erholung kriegen Sie. Also wenn Sie einmal eine Kakerlacke sehen, ist der Schock niedrig. Aber wenn die Kakerlacke in Ihrem Gesicht ist, dann ist der Schock hoch. Ja, das muss der Richter dann abwählen und sagt dann, das macht 150 Euro oder 1000 Euro oder was auch immer. So. Jetzt kommt was, das haben Sie noch nie gehört. Es gibt nämlich im Reisevertragsrecht eine Ausschlussfrist. Diese Ausschlussfrist ist sehr brutal. Sie müssen einen Monat nach Ende der Reise Ihre Ansprüche anmelden. Sie haben also genau einen Monat Zeit, nachdem Sie aus dem Urlaub zurück sind, zu sagen, ich möchte gerne Schadensersatz oder Geld zurück oder was auch immer. Wenn Sie diese Frist nicht einhalten, sind alle Ansprüche ausgeschlossen. Dann sind die einfach weg. Wichtig, das ist kein Leistungsverweigerungsrecht wie die Verjährung, sondern es ist automatisch weg. Selbst wenn er nichts dazu sagt, alles weg. Feierabend. Einen Monat, Sie müssen nicht im Detail sagen, Sie müssen einfach nur sagen, ich will Geld, das reicht. Aber wenn Sie nichts sagen in dem einen Monat, haben Sie Ihre Rechte verloren. Das Ganze ist eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung, es ist keine Willenserklärung. Es reicht einfach der Hinweis, ich will Geld. Sie müssen nicht irgendwie Rechtsbindungswille oder Erklärungsbewusstsein oder irgendwie sowas haben. Es reicht einfach, ich will Geld, zahl. Es gibt auch keine Form, das kann auch mündlich erfolgen. Aber wenn Sie es nicht machen, sind Sie dran. Sie müssen das nicht persönlich machen. Sie können auch einen Anwalt beauftragen. Der muss auch keine Vollmachtsurkunde vorlegen oder irgendwas. Sobald der Reiseveranstalter Kenntnis erlangt hat und Sie das veranlasst haben, haben Sie Ihre Pflicht erfüllt. Nur wenn Sie wirklich nichts tun, verwirken Sie Ihr Recht. Einzige Ausnahme ist, wenn Sie keine Ahnung davon hatten. Hier schützt Dummheit vor Strafe. Wenn Sie keine Ahnung hatten, dass Sie das melden mussten, das heißt, wenn Ihnen die Reiseverantwortungsfrau vor Ort nichts gesagt hat und das auch nicht in Ihren Reiseunterlagen steht, dann gilt die Frist nicht. Das ist ein bisschen so wie im öffentlichen Recht mit Rechtsbehelfsbelehrungen. Wenn Sie keine Rechtsbehelfsbelehrung haben, läuft die Frist halt nicht. Zweite Ausnahme sind Spätschäden. Sie haben im Urlaub munter gegessen und ein halbes Jahr später stellt sich heraus, Sie haben Gelbfieber. Dann können Sie auch, sobald die Symptome auftreten, erst den Anspruch geltend machen, weil Sie vorher nicht wussten, dass Sie jetzt schwer erkranken.
Das heißt, wenn die Inkubationszeit lang genug ist, können Sie das auch erst später geltend machen. In dem Moment, wo Sie die Monatsfrist gewahrt haben, haben Sie erstmal Ruhe, dann läuft die normale Verjährung und die ist 2 Jahre. 2 Jahre, genau wie im Kaufrecht. Aber wenn Sie die Monatsfrist nicht eingehalten haben, haben Sie Pech gehabt. Sie müssen sich in dem einen Monat melden, sonst war es das. Der Grund dafür ist, dass man hier früh Klarheit schaffen will, damit der Reiseveranstalter vor Ort recherchieren kann und rausfinden kann, ob das Hotel wirklich so eklig und gefährlich war. Wenn Sie das erst nach 1,5 Jahren machen würden, hätte er vielleicht keine Chance mehr, das rauszufinden. Und das würde den Reiseveranstalter in Deutschland sehr stark benachteiligen, denn der hat ja auch nicht unbedingt die guten Connections in Thailand oder Dominikanische Republik oder sonst wo. Deshalb ein Monat und dann ist Ruhe. Wir haben im Kaufrecht schon gesehen, Haftungsbeschränkungen sind nicht ganz unproblematisch, wenn ich sage, ich hafte für nichts. Das Reisevertragsrecht hat dazu eine eigene Regelung, nämlich 651 H. 651 H sagt, Sie können auch individualvertraglich nicht die Haftung ausschließen für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzungen durch den Reiseveranstalter selbst. Oder, und das Wichtige, durch die Leistungsträger, das heißt die Hotels, Fluggesellschaften und Ähnliches. Wenn also das Hotel aus irgendwelchen sadistischen Menschen besteht und die foltern Sie da, dann können Sie gegen den deutschen Reiseveranstalter vorgehen, auch wenn der glaubhaft sagt, ich hatte davon gar keine Ahnung. Der haftet dafür, was das Hotel irgendwo in Jugoslawien mit Ihnen macht. Generell nicht ausschließen kann man auch die Haftung für Körperschäden. Das heißt, wenn Sie die Treppe runterfallen oder in den Pool fallen, wo kein Wasser drin ist, dann kann man die Haftung dafür nicht ausschließen. Man haftet da auch für einfache Fahrlässigkeit. Zudem, in allen Fällen haften Sie mindestens in Höhe des dreifachen Reisepreises. Das heißt, wenn Sie für 100 Euro nach Mallorca geflogen sind, kriegen Sie 300 Euro. Wenn Sie dagegen für 500.000 Euro geflogen sind nach Jamaika, dann kriegen Sie bis zu 1,5 Millionen. Ja? Also es lohnt sich, teure Reisen zu buchen. Zudem, die Beschränkung wirkt nicht für die Selbstabhilfe und nicht für die Kündigungsaufwendung, das heißt für den Rückflug, die kriegen Sie auf jeden Fall in voller Höhe. Die Frage, die sich uns hier stellen muss, ist, finden die 280 folgende Anwendung? Und die Antwort lautet nein. Anders als im Kaufrecht und im Werkvertragsrecht finden 280 und 323 hier keine Anwendung. Also wie im Mietvertragsrecht sind die Regelungen grundsätzlich abschließend. Es gibt nur eine einzige Lücke, nämlich die Unmöglichkeit. Und zwar Unmöglichkeit, wenn Sie zum Beispiel eine Reise zum Mars gebucht haben, dann ist diese Reise nicht zu erbringen. Das mag auch eine Mehrzahl von Reiseleistungen sein, nämlich Transport zum Mars, Unterbringung auf dem Mars und Rückflug vom Mars, aber dieser Vertrag ist nicht zu erfüllen. Und dann gibt es eine Meinung, die sagt, Sie kriegen hier nach 311a Absatz 2 Schadensersatz, Sie müssen nicht irgendwie nach Reisevertragsrecht vorgehen. Das ist der einzige Fall, wo es umstritten ist. Wenn nur eine einzelne Leistung unmöglich ist, das Hotel ist überbucht, das Flugzeug fliegt nicht, dann sind Sie im Reisevertragsrecht unproblematisch. Nur wenn die gesamte Reise von Anfang an, also vor Antritt schon unmöglich war, dann kann man 311a Absatz 2 möglicherweise anwenden. Ein Teil Literatur wendet da aber auch Reisevertragsrecht an. Dann gibt es noch 651J. Sie sehen, das ist ja ganz toll. 651J regelt ein Kündigungsrecht wegen höherer Gewalt. Höhere Gewalt sind Katastrophen, Kriege, Terroranschläge. Das heißt, Sie wollten eigentlich fliegen nach Syrien und da ist gerade Bombenstimmung und Sie haben da keine Lust, mit dem IS Spaß zu haben. Dann dürfen Sie kündigen oder der Reiseveranstalter und sagt, ich will den Vertrag nicht erfüllen. Die Folge ist, Sie kriegen Ihr Geld zurück und die Sache ist damit
erledigt. Dann, letzte Sache, was oft passiert ist, der Reiseveranstalter schreibt Ihnen, Ihr Hotel ist überbucht, wir haben Ihnen ein anderes rausgesucht. Das setzt voraus, grundsätzlich ein Angebot, wollen Sie statt dem Hotel das Hotel haben? Und Ihre Annahme, okay, ich nehme das Hotel. Wenn Sie Nein sagen, gilt grundsätzlich der alte Vertrag weiter. Nun steht aber der blöde Reiseveranstalter natürlich vor dem Problem, Hotel ist überbucht, er kann Sie ja gar nicht mehr unterbringen. Deshalb machen die Reiseveranstalter in ihren AGBs Klauseln, wo drin steht, wir behalten uns vor, das Hotel auszutauschen, die Fluggesellschaft auszutauschen und alles Mögliche. Solche Änderungsvorbehalte sind grundsätzlich möglich. Schwierigkeiten sind vor allen Dingen, wenn der Preis sich ändern soll. Sie sagen, der Preis ist saisonabhängig, vielleicht zahlen wir mehr, vielleicht zahlen wir weniger. Und schwierig ist, wenn es keinen sachlichen Grund für die Änderung gibt und die einfach sagen, wir ändern nach freiem Ermessen. Sie haben 5 Sterne gebucht, jetzt kriegen Sie 1 Stern, denn ob ich Kakerlaken habe oder nicht, ist ja auch egal. Und deshalb gilt hier natürlich AGB-Kontrolle, ganz normal 308, 309. Dann haben wir noch 651b. 651b soll Sie schützen für den Fall, dass Sie krank werden. Viele Leute schließen dann eine Reiserücktrittskostenversicherung ab, aber wir haben eine Regelung, die sagt, Sie können jemand anderen statt sich fliegen lassen. Ja? Also Sie können sagen, statt mir fliegt meine Mutter oder mein Vater oder meine beste Freundin oder bester Freund. Und 651b sagt, das kann ich grundsätzlich machen als Reisender, ich muss aber die dadurch entstehenden Mehrkosten ersetzen. Die Mehrkosten sind die Kosten für den Druck des neuen Tickets, die Einspeisung des Computersystems und möglicherweise irgendwelche Visumsausgaben. Früher haben die Fluggesellschaften dazu Riesenausgaben gehabt. Die haben gesagt, 200 Euro für eine Umbuchung. Das hat der BGH für unzulässig erachtet. Das heißt, die können jetzt wirklich nur noch die realen Kosten annäherungsweise ersetzen. Und das sind dann meistens so zwischen 50 und 100 Euro. Und dafür können Sie dann jemand anderes auf die Reise schicken. Das BGB sagt, wenn Sie sich austauschen durch jemand anderen, dann haften Sie gemeinsam auf die Zahlung. Das heißt, der ursprüngliche Schuldner und derjenige, der mitfliegt, zahlen dann beide. Wenn einer nicht zahlt, kann man sich an jeweils anderen halten. Zudem ist im Gesetz vorgesehen, wenn Sie nicht fliegen oder fliegen wollen, dann können Sie zurücktreten. Sie können also sagen, ich habe keine Lust mehr auf die Reise. Dann müssen Sie auch nicht den Reisepreis zahlen, sondern Sie müssen stattdessen eine Entschädigung zahlen. Und diese Entschädigung ist ähnlich wie bei 649 so strukturiert, Sie müssen das zahlen, was vereinbart ist, abzüglich der Aufwendungen. Also Sie sehen, wenn sich was ändert, sind Sie im Reisevertragsrecht auch ganz gut geschützt, können also Ihre Mutter schicken oder zurücktreten. Beim Zurücktreten müssen Sie allerdings Geld bezahlen. So, jetzt kommen wir zu Thema Arzt. Sie lieben alle Ärzte und deshalb hat der Gesetzgeber in 630a einen Behandlungsvertrag geregelt. Jetzt fragen sich alle, was ist ein Behandlungsvertrag? Ganz einfach, wir haben einen Behandelnden und wir haben einen Patienten. Der Patient zahlt Geld, und der Behandelnde behandelt. Sie sehen das? Behandlung gegen Entgelt. Das Entgelt muss nicht persönlich bezahlt werden, das kann auch Ihre Krankenversicherung zahlen oder eine Unfallversicherung oder ein Unfallschädiger, aber der Behandler kriegt Geld. Erfasst sind nur medizinische Behandlungen. Medizinische Behandlungen erbringen auch Heilpraktiker, so Hand auflegen und Kamillentee trinken. Und Physiotherapeuten, also so strecken Sie den linken Arm, strecken Sie den rechten Arm, das sind medizinische Behandlungen. Keine medizinische Behandlung erbringt der Tierarzt. Ja, weil man sagt, Tiere sind wie Sachen, das sind halt Werkverträge. Da wird ein bisschen dran rumgeschraubt und dann geht es dem Hund wieder gut. Ebenfalls kein Behandlungsvertrag besteht bei den Apotheker.
Mit dem Apotheker haben wir im Normalfall einen Kaufvertrag. Sie kaufen eine Packung Aspirin oder, wenn Ihre Apotheke noch selber Sachen zusammenmischt, von mir aus auch einen Werklieferungsvertrag nach 651. Wenn also dann hier der Chemie Sachen zusammenschüttet und sagt, so, rühre um und trinken Sie dieses Mittel und es geht Ihnen da gut. Wenn die das machen, 651. Aber keine Behandlung. Der Apotheker behandelt Sie nicht. Ja, was steht so da drin? Zunächst mal sagt 630b gilt Dienstvertragsrecht. Der Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag. Dazu gehört zum Beispiel, dass Ärzte nach der Gebührenordnung für Ärzte abrechnen müssen oder Zahnärzte nach der Gebührenordnung für Zahnärzte, wo drin steht, einmal bohren 200 Euro oder was, und das können die dann abrechnen. Selbst wenn Sie mit denen nichts vereinbart haben, gilt das nach 612 als vereinbart. Zum Beispiel gilt auch 627, Sie erinnern sich, bei Dienstverträgen, die eine besondere Vertrauensposition voraussetzen, können Sie jederzeit kündigen. Und wir sagen, Verträge mit Behandlern setzen immer besonderes Vertrauen voraus. Ein Arzt, dem Sie nicht vertrauen, müssen Sie nicht mehr hingehen, können zum anderen Arzt gehen. Und schließlich 613 BGB, grundsätzlich müssen die Ärzte ihre Pflicht persönlich erfüllen. Die können also nicht sagen, ja, mein Praktikant wird Ihnen jetzt den Zahn ziehen, sondern das muss der Zahnarzt schon selber machen. Wobei in Vollnarkose merken Sie es eh nicht, das ist ein guter Trick eigentlich. So, natürlich gelten auch für den Behandlungsvertrag ganz normal 241 folgende. Das heißt, Sie haben zum Beispiel nach 241 zwei Rücksichtnahmepflichten. Die Leistungen müssen Sie grundsätzlich abholen. Das heißt, Sie müssen in die Praxis gehen oder kommen nicht zu Ihnen. All das gilt hier genauso wie für alle anderen Verträge auch. Der Behandlungsvertrag hat tolle Regelungen. Zunächst mal 630c Absatz 1. Sagt, Sie müssen als Patient mit dem Behandler zusammenwirken. Das heißt, der Behandelnde, der Arzt, sagt Ihnen, heben Sie mal den linken Arm, dann sollten Sie das tun. Oder husten Sie mal, dann sollten Sie das tun. Ja? Wenn Sie das nicht tun, verletzen Sie eine Obliegenheit und das kann dann zur Folge haben, dass Sie keinen Schadensanspruch kriegen oder der Sie nicht richtig behandeln kann. Da sagen Sie, ist ja super, wahres Erkenntnis. 630c Absatz 2 regelt endlich mal eine Leistungspflicht und diese Leistungspflicht besteht darin, dass man sie informieren muss. Und zwar muss man sie informieren, was haben sie denn, was will man tun und welche Folgen kann das haben. Wenn man sie einfach so aufschneidet, ist das eine Pflichtverletzung. Das nützt Ihnen aber auch nichts mehr, Sie sind nicht tot wahrscheinlich. 630c Absatz 3 regelt eine weitere Informationspflicht. Da geht es dann ums Geld. Wenn der Behandelnde weiß, dass die Krankenkasse die Behandlung nicht bezahlt, muss er dem Patienten das vorher sagen. Wenn er das nicht tut, verletzt er eine Pflicht, wird schadenspflichtig und Sie können dann Ihren Schadensersatzanspruch mit dem Anspruch des Arztes auf Zahlung aufrechnen. Sie können ihm sagen, hätten Sie informiert, hätte ich die Schönheits-OP nicht durchgeführt. Dann können Sie aufrechnen und sagen, Schönheits-OP Schadensersatz gegen Schönheits-OP Kosten und der Arzt kriegt einfach nichts. 630c Absatz 4 hat dann Ausnahmen von diesen Pflichten. Und Ausnahme ist insbesondere, wenn Sie vorher gesagt haben, machen Sie, was Sie wollen, mir ist eh alles egal, oder wenn das unaufschiebbar ist. Wenn Sie gerade angeschossen worden sind und verbluten, dann soll der Arzt Ihnen nicht erstmal eine halbe Stunde erklären, ja, wir operieren jetzt einmal Herzen, das kann schlimm enden, sondern soll erstmal die Kugel rausholen, damit Sie überleben können. Dann Sachkunde des Patienten, wenn Sie selber Arzt sind, muss Sie der Arzt nicht mehr informieren, weil man unterstellt, Sie wissen das. Und therapeutische Gründe, wenn man sagt, Sie haben vielleicht noch eine Stunde zu leben, dann kann das zu Depressionen führen und dann verschweigt man das lieber und deutet das nur so ein bisschen an, auch das soll zulässig sein. Man darf Leute belügen, wenn die Wahrheit sie kranker machen würde, als sie sind. Ja, diese Aufklärungspflichten sind dem Gesetzgeber so wichtig, dass er nochmal einen weiteren Paragraphen hat.
Der sagt nämlich, Sie müssen je nach Einzelfall mehr oder minder detailliert aufklären. Und er hat auch gleich Ihnen einen Katalog gegeben, wo drin steht, was Sie alles machen müssen. Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen, Risiken, Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung, Erfolgsaussichten und so weiter und so fort. Das ist nicht abschließend. Sie müssen über alles aufklären, was für den Patienten interessant ist. Aber Sie wollen ja kein Arzt werden. Die Aufklärung muss mündlich, rechtzeitig und verständlich erfolgen. Das heißt, der muss sich Ihnen gegenübersetzen und sagen, haben Sie das alles verstanden? Sie werden gleich sterben. Das ist so. Da müssen Sie sagen, ja. Zweitens, die Aufklärung darf nicht durch Hinz und Kunz erfolgen, durch irgendwie einen Praktikanten, der gerade vorbeigekommen ist, oder durch einen Hausmeister, sondern die Aufklärung muss erfolgen durch denjenigen, der sie auch behandelt. Er darf dazu Hilfspersonen einsetzen, aber die müssen gerade entsprechend ausgebildet sein. Das heißt, zum Beispiel der Oberarzt statt dem Chefarzt oder der Assistenzarzt statt dem Oberarzt, aber nicht der Hausmeister. Wichtig, die Aufklärung ist nicht notwendig davon abhängig, dass Sie einwilligen können. Auch ein Dreijähriger oder Vierjähriger oder Fünfjähriger muss aufgeklärt werden. Die Aufklärung ist unabhängig davon, ob derjenige selber Ja oder Nein sagen darf. Auch hier wieder ausnahmsweise entbehrlich, wenn Sie auf der Liege liegen und am Verbluten sind, muss man Sie nicht unbedingt aufklären, weil Sie dann besser operiert werden. Sie sehen, das ist alles ganz spannend. Deshalb hat der Gesetzgeber noch einen draufgesetzt und hat 630f geregelt. Da geht es um die Patientenakte. Wenn Sie behandelt werden, ist das gründlich zu dokumentieren. Und diese Akte ist mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Wenn das nicht aufbewahrt wird, können Sie wieder Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Warum soll die aufbewahrt werden? Wenn Sie das nächste Mal ins Krankenhaus gehen, sollen Sie die Akte anfordern können, um zu gucken, was Sie damals hatten. 630G sagt, Sie als Patient können sich diese Akte angucken. Dasselbe gilt auch für Ihre Erben, um zu gucken, ob Sie an einem Kunstfehler gestorben sind. Das heißt, da gibt es ein Einsichtsrecht und Sie können dann gucken, was da so passiert ist. Dann haben wir noch nach der ganzen Aufklärung endlich das, worauf es hinausläuft, nämlich die Einwilligung. Sie müssen, bevor Sie aufgeschnitten werden oder irgendwas mit Ihnen gemacht wird, einwilligen. Und zwar vorher, und das können Sie entweder konkret machen, wenn Sie noch leben und sich äußern können. Sie können aber auch eine Patientenverfügung machen. Das heißt, wenn Sie nicht bei Bewusstsein sind, dann gilt das, was Sie da aufgeschrieben haben. Sonst gibt es eine Dritteinwilligung, einen Betreuer, dann wird da einer bestellt und der sagt dann, was Sie haben wollen. Sie kennen aus dem Strafrecht auch die mutmaßliche Einwilligung. Wenn man sagt, Sie sterben gerade, wird man Sie im Zweifel retten dürfen. Wenn Sie nicht eingewilligt haben, ist das verdammt schlecht. Wenn Sie nicht eingewilligt haben, macht der Arzt sich schadensersatzpflichtig und er macht sich sogar strafbar, nämlich wegen vorsätzlicher, gefährlicher Körperverletzung. Denn Sie wissen, ein Skalpell ist ein gefährliches Werkzeug. Ziemlich offensichtlich, wenn es einer mit Stechen ist, der nämlich übel verletzt. Ja? Also, das sollte man vermeiden. Wenn der Arzt meint, da sei schon aufgeklärt worden und er hätte eingewilligt, sind wir halt bei fahrlässiger Körperverletzung. Ist auch nicht viel besser. In beiden Fällen endet der Arzt im Gefängnis und das wollen wir nicht. 630d Absatz 2 sagt, Sie können erst dann einwilligen, wenn Sie aufgeklärt worden sind. Einfach so, ja, ja, passt schon, reicht nicht. Man muss Sie vorher über die Risiken und die Kosten informieren. Wenn man das nicht gemacht hat, ist die Einwilligung unwirksam. Schließlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Sie können also während der OP aufschreiben und sagen, aufhören, ich will jetzt aufstehen. Und dann können Sie gehen mit aufgeschnittenem Bauch oder was auch immer. Also Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, Sache erledigt. So, jetzt kommen wir dazu, wenn die OP schief geht.
Wenn die OP schief geht, ist das schlecht. Der Arzt muss operieren oder muss sie behandeln nach den anerkannten fachlichen Standards. Er muss das tun, was State of the Art ist. Wenn der Arzt meint, Handauflegen hilft, dann ist das seine Entscheidung. Und Sie müssten dann sagen, okay, ich verzichte auf Aspirin und nehme stattdessen Handauflegen. Wenn Sie das entsprechend vereinbaren, darf der Arzt auch andere Methoden anwenden. Das modifiziert 276.2, es geht nicht um den Verkehr erforderliche Sorgfalt, sondern es geht um die anerkannten fachlichen Standards. Und dann hat das Gesetz eine ganze Reihe Vermutungen aufgestellt. Es sagt nämlich, wenn sich ein grundsätzlich beherrschbares Risiko realisiert, zum Beispiel Sie kriegen eine Schere im Bauch oder Sie haben am Ende eine Infektion, dann wird vermutet, dass der Arzt schuld ist, dass ein Behandlungsfehler die Ursache ist. Wenn das Risiko im Normalfall beherrschbar ist und Sie haben einen Schaden erlitten, wird es wohl der Arzt gewesen sein. Zweitens, wenn der Arzt keine Dokumente über die OP hat oder keine Videos oder ähnliches, wird vermutet, dass gar nichts passiert ist. Alles, was nicht in der Akte steht, wurde auch nicht gemacht. Wenn also nicht steht, Ihnen wurde ein Beruhigungsmittel gegeben, haben Sie wohl keins gekriegt. Drittens, es wird vermutet, wenn der Arzt gar nicht ausgebildet war richtig dafür, dass dann wohl die fehlende Ausbildung dafür verantwortlich ist, dass Sie am Ende kränker sind oder gestorben sind oder zumindest nicht gesünder geworden sind. Dann, wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt oder gar kein Befund erhoben worden ist, wird vermutet, dass das für jeden Schaden ursächlich geworden ist. Und der Arzt müsste beweisen, das waren andere Ursachen. Und last but not least wird vermutet, wenn keine Einwilligung dokumentiert vorliegt, dass der Patient dagegen war und diese Behandlung nicht wollte. Der Sinn ist, dass der Patient es möglichst leicht hat, zu beweisen, dass der Behandelnde einen Fehler gemacht hat. Der Patient sagt, ich habe Bauchschmerzen und der Behandelnde soll beweisen, ich bin nicht schuld. Das Ganze kennen Sie auch hoffentlich aus dem Strafrecht, denn im Strafrecht und im Zivilrecht ist es so, wenn Sie keine Einwilligung haben, ist der Eingriff rechtswidrig. Und wenn der Eingriff rechtswidrig ist, ist er strafbar und oder Schadensersatzpflicht begründend. Also, wenn Sie informiert sind, haben Sie immer Glück gehabt und der Arzt hat Pech gehabt. Ob Sie Glück gehabt haben, wenn Sie Schere im Bauch haben, ist auch eine Frage, aber Sie kriegen zumindest Schadensersatz dafür. So, damit kommen wir jetzt zu dem nächsten unheimlich spannenden Vertragstyp, dem Mäklervertrag. Sie fragen sich, kann der keine Rechtschreibung, der heißt doch Makler und nicht Mäkler. Wenn wir mal gucken, bei 652 BGB, dann steht davor in der Tat Mäklervertrag. Der Vertrag heißt Mäklervertrag. Das ist nämlich gutes altes Deutsch aus dem 19. Jahrhundert. Da hat man noch so geredet, gemäklert. So, wie funktioniert ein Mäklervertrag? Ganz einfach, Sie haben einen Makler. Ja? Der Makler hat eine Aufgabe, er soll nämlich für einen Auftraggeber einen Vertrag beschaffen. Wie macht er das? Er sucht sich Interessenten, die was kaufen oder verkaufen wollen oder mieten oder vermieten und vermittelt die. In dem Moment, wo er jemanden findet, der geeignet ist, kriegt er seine Provision, seinen sogenannten Maklerlohn. Wenn er niemanden findet, kriegt er halt keinen Lohn. Wir sehen, das ist so eine Art Werkvertrag. Wenn er niemanden findet, gibt es kein Geld. Wenn er jemanden findet, gibt es Geld. Wir werden nächstes Semester den Handelsmakler kennenlernen und Sie kennen vielleicht alle schon den Wohnungsmakler. Ja, also Wohnungsmakler sind auch die Wohnungen vermitteln. Das BGB hat, das sehen Sie hier, insgesamt 1, 2, 3, 4 Paragraphen zum Maklervertrag.
Danach geht es schon um Verbraucherdarlehen. Nach vier Paragraphen ist Schluss. Was regeln diese vier Paragraphen? Der wichtigste ist 652 Absatz 1 Satz 1. Der Makler kriegt sein Geld, wenn ein Vertrag infolge des Nachweises oder der Vermittlung geschlossen wird. Das heißt, der Makler muss beweisen, dieser Mieter hat den Mietvertrag nur abgeschlossen über mich, dank mir. Der kam nicht zufällig von der Straße. Wenn der Makler das beweisen kann, dann kriegt er Geld. Wenn er es nicht beweisen kann, kriegt er kein Geld. Der Makler selber kann grundsätzlich den Vertrag nicht annehmen. Er muss jemanden auftreiben. Wenn der Auftraggeber ein Schwein ist, dann kann er Folgendes machen, was bei Grundstücksmaklern oft passiert. Da macht der Grundstücksmakler erstmal so eine Vorführung, führt die Leute durchs Haus. Die Leute sagen, also alles ganz nett, aber nee, wollen wir doch nicht. Dann sagt der Makler, ich habe keinen gefunden. Und danach gehen die Auftraggeber hin und rufen nochmal alle Leute an, die damals da waren und sagen, ja, der Makler ist jetzt raus, da wird es viel günstiger, du musst keine Maklergebühren mehr zahlen, willst du direkt bei mir kaufen. Wenn die Leute das machen, dann ist das grob treuwidrig und die müssen dem Makler Schadensersatz zahlen, weil es kann nicht sein, dass ich den armen Makler so über den Tisch ziehe. Also wenn den Makler sozusagen rauskegelt, muss den Schadensersatz leisten. 653.1 entspricht 612. Makler arbeiten nicht für umsonst. Auch wenn man nicht über Geld geredet hat, kriegt der Makler grundsätzlich einen Anspruch auf Vergütung. 654 BGB sagt, der Makler kriegt dann kein Geld, wenn er selber Pflichten schwer verletzt hat. Und zwar konkret, wenn der Makler auch für den anderen Teil tätig geworden ist. Das heißt, wenn Sie hier eine Doppelvertretung haben, der Makler also nicht nur für den Vermieter, sondern auch für den Mieter tätig geworden ist und beide gegeneinander ausgespielt hat, dann kriegt er von keinem der beiden Geld. Und schließlich 652 Absatz 2. Der Makler kriegt keine Spesen, der Makler kriegt nur seinen Lohn. Das heißt, wenn der Kosten hat, um Annoncen zu schalten oder Häppchen für die Führung im Haus zu führen, ist das sein Risiko. Wenn es keiner kauft, kriegt er halt kein Geld. Ja, Sie sehen schon 655a folgende, da geht es um die Vermittlung von Verbraucherdarlehen. Das sind so Unternehmen, die sagen, wir suchen Ihnen den besten Kredit raus und dafür hat das BGB ganz viele Regelungen. Die interessieren uns aber nicht so sehr. Ebenso wenig interessiert uns die Wohnraumvermittlung. Es gibt ein eigenes Gesetz für Vermittlung von Wohnraum. Das sind die Makler von Wohnungen. Die Regelungen, die da sind, dienen dem Schutz der Mieter und stellen sicher, dass der Vermieter den Makler bezahlen muss und nicht der Mieter. Und die stellen sicher, dass der Makler auf keinen Fall ein Honorar kriegt, wenn er seine eigenen Räume vermakelt. Also wenn ich meine eigenen Räume vermittle, kriege ich dafür keine eigene Vergütung. Der letzte besondere Maklervertrag, den Sie schon mal gehört haben könnten, ist der Ehemaklervertrag. Da geht es um Heiratsvermittlung. Ich suche Ihnen den perfekten Mann, Elitepartner oder die perfekte Frau und Sie werden glücklich und werden viele Kinder kriegen und ihr Leben zusammen verbringen. Wenn Sie einen solchen Vertrag abschließen und es kommt eine Ehe zustande mit dem Wunschpartner oder der Wunschpartnerin, gibt es nach 656 trotzdem keinen Anspruch auf Geld. Der Grund dafür ist, man will ja auch nicht, dass der Makler einsteht, dass es schlecht gelaufen ist und die Ehe dann doch zerrüttet ist oder Schläge gibt. Aus diesen Privatsachen will sie das Gesetz heraushalten. Allerdings, wenn Sie Vorkasse geleistet haben, kriegen Sie das Geld auch nicht zurück. Wenn das Gesetz hier von Ehemaklervertrag spricht, meint es auch Ehe, das heißt, es muss wirklich auf Hochzeit hinauslaufen. Wenn Sie dagegen nur einen Gelegenheitsflirt haben wollen,
findet die Regelung keine Anwendung, aber der BGH sagt, das gilt dann analog. Ja? Also es gilt analog für die Partnervermittlung, haben wir schon darüber gesprochen. Wenn Sie einen Vertrag schließen mit einer Partnervermittlungsagentur, dann zahlen Sie immer Vorkasse, weil nach Erfolg kriegen die kein Geld mehr. Jetzt sind Sie informiert und können eine Partnervermittlung aufmachen. So, dann sind wir beim Darlehen. Das Darlehen ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Vertrag. Wie funktioniert ein Darlehen? Sie haben einen DG. DG steht nicht für Dagobert, sondern für Darlehensgeber. Und Sie haben einen DN, das steht nicht für Donald, sondern für Darlehensnehmer. Ja? Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag zur Verfügung. Der Darlehensnehmer zahlt dem Darlehensgeber das Geld zurück und möglicherweise zahlt er ihm auch Zinsen. Wenn der Darlehensnehmer Zinsen zahlt, steht die Zinszahlungspflicht zur Darlehensüberlassungspflicht in einem Gegenseitigkeitsverhältnis. Wenn es keine Pflicht zur Zahlung von Zinsen gibt, gibt es auch konsequenterweise keine Gegenseitigkeit. Das zinslose Darlehen ist ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Das Darlehen mit Zinsen ist ein gegenseitiger Vertrag. Das Darlehen betrifft nicht bestimmte Geldscheine. Wenn es um bestimmte Geldscheine geht, können Sie haben ein Sachdarlehen oder einen Mietvertrag oder einen Leihvertrag. Das Darlehen sagt einfach nur, Sie kriegen irgendwie das Geld. Als Forderung gegen eine Bank, in großen Scheinen, in kleinen Scheinen, das ist sozusagen frei. Es muss auch nichts übergeben, übereignet werden. Man kann das Darlehen auch einfach überweisen. In der Praxis wird es auch so gehandhabt, es wird einfach Geld von Konto A nach Konto B verschoben. Und das Darlehen muss nicht an den Darlehensnehmer ausgezahlt werden, es kann auch jemand anderen ausgezahlt werden. Der praktisch wichtigste Fall ist der Grundstückskauf. Wenn Sie ein Grundstück kaufen, wird das Geld an den Notar ausgeschüttet, der es dann dem Verkäufer gibt, wenn die Grundstücksübertragung wirksam geworden ist. Das heißt, es muss nicht an den Darlehensnehmer, also den Grundstückskäufer gehen, sondern es geht erst an den Notar und danach an den Verkäufer. So haben es Darlehen halt an sich. Das Darlehen kommt zustande, wie jeder andere Vertrag auf der Welt auch, durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, nämlich einen Antrag und eine Annahme. Und danach wird das Geld irgendwie zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Vertrag hat folgende essentielle Negotii. Es muss geredet werden über die Parteien, über die Form, wie das Geld zur Verfügung gestellt wird. Wird es ausgezahlt oder wird es verrechnet oder was passiert mit diesem Geld? Dann muss die Rückzahlung des Geldes geregelt werden, denn sonst haben Sie eine Schenkung. Wenn ich Ihnen einfach nur Geld gebe und sage, Sie müssen sich zurückzahlen, ist das geschenkt. Und schließlich Zinsen, wenn Sie Zinsen vereinbaren wollen. Wenn Sie nicht über Zinsen reden, kriegen Sie auch keine. Der Vertrag kann mündlich, schriftlich, konkludent geschlossen werden. Ich drücke Ihnen einfach mal 5 Euro in die Hand, dann wird es vielleicht ein Darlehen sein, ein unverzinsliches. Was man bei Darlehen auch ganz gerne mal hat, ist Wucher. Wucher kennen Sie alle aus dem letzten Semester. Wucher heißt, Sie verlangen ungefähr das Doppelte von dem, was üblich ist. Wenn also die Zinsen für Risikodarlehen momentan bei 4% liegen, würden Sie 8% verlangen oder wenn die bei 10% liegen, würden Sie 20% verlangen. Außerdem muss der Darlehensnehmer doof sein. Und diese Dummheit kann folgen daraus, dass er unerfahren ist und noch nie ein Darlehen abgeschlossen hat. Sie kann daraus folgen, dass er mangelndes Urteilsvermögen oder erhebliche Willensschwäche hat. Das heißt, weil er betrunken ist,
oder weil er naiv ist oder weil er verliebt ist. Ja, das gehört alles dahin. Oder weil er in einer Zwangslage ist. Er braucht dringend Geld, um seine sterbende Oma zu retten. Dann nimmt er jedes Darlehen auf, um die sterbende Oma zu retten. Das ist wahres Engagement. Auf subjektiver Seite muss der Wucherer genau diesen Mangel bewusst ausnutzen. Er muss also handeln, um den anderen in die Pfanne zu hauen. Er muss wissen, ich nutze das aus, der will den Vertrag nie abschließen, wenn er vernünftig wäre. In der Praxis kommt Wucher nie vor. Wucher ist statistisch gesehen nicht vorhanden. Stattdessen haben wir wucherähnliche Geschäfte. Wucherähnliche Geschäfte sagen, ich habe ein grobes Missverhältnis und ich habe zusätzliche Faktoren. Zusätzliche Faktoren können zum Beispiel sein, dass die Leute keine anderen Darlehen mehr kriegen oder dass ich möglicherweise eine besonders dubiose Durchsetzungsmethode habe, indem ich da meine schwarz gekleideten Herren vorbeischicke. All das kann dazukommen. Zinsen müssen doppelt so hoch sein wie der Marktzins oder absolut 12 Prozentpunkte darüber. Das heißt, wenn der Marktzins bei 15% liegt, darf ich keine 27, bzw. 27,1 nehmen. Das heißt, 12 Prozentpunkte ist immer 15 plus 12. Hatten wir schon mal beim Basiszinssatz. Und nicht bewuchern kann ich Kaufleute und andere Unternehmer, weil die haben genug Ahnung und die kann ich nicht übers Ohr hauen. Ja, letzter Punkt für heute. Wenn Sie einen Darlehensvertrag haben und der Darlehensvertrag ist nichtig, dann ist alles weg. Und grundsätzlich müssten Sie nach dem BGB dann auch das Geld wieder zurückzahlen. Das heißt, Sie holen sich ein Darlehen, um Ihre Oma zu retten und dann nehmen Sie auch einen Zinssatz von 200% im Kauf, weil Sie sagen, das Leben meiner Oma ist unbezahlbar, dann ist der Vertrag nichtig und die Rechtsfolge wäre eigentlich, dass Sie das komplette Darlehen wieder zurückzahlen müssen und Ihre Oma müsste sterben. Dieses Ergebnis findet der BGH ungerecht. Er sagt nämlich, wegen 817 Satz 2 BGB kriegt der Darlehensgeber sein Geld nur in den vereinbarten Raten zurück und Sie können das Geld für die komplette Darlehenszeit behalten. Der BGH sagt, Sie müssen auch nicht mal Zinsen dafür zahlen, das heißt, Sie kriegen ein zinsloses Darlehen für die vereinbarte Zeit. Die Literatur sagt, das sei eine Bestrafung des Wucherers und das BGB ist nicht für Bestrafung zuständig, das machen die Kollegen aus dem Strafrecht. Deshalb kriegt man den marktüblichen Zins, das heißt, es wird runtergesetzt auf das, was marktüblich ist und man muss das zahlen, was man bei anderen zahlen müsste. So, damit sind wir mit dem Abschluss des Darlehensvertrages zum Abschluss gekommen und wir sehen uns dann morgen nicht, aber Donnerstag mit dem Rest vom Darlehen und dann am Montag wieder mit den typengemischten Verträgen und danach zur Klausurvorbereitung und danach zur Klausur. Vielen Dank.